Ein Jahr kennen Brian und Stephanie sich jetzt. Wenn sie mich übers Telefon so berührt, muss sie live der Hammer sein. Stephanie soll im Hotel wohnen. Dann rufen wir da mal an. Schön, dass Corona dich nicht davon abhält, aufdringlich zu sein. Ich will meine Familie nicht gefährden, aber egal ist er mir nicht. Sieh an. Scheiße. Kami, bitte melden Sie sich. Ich rufe Kami. Wir haben einen neuen Fall und müssen sofort zoomen. Sie hat's gehört. Hallo? Ich habe das Detektiv-Emoji erst nicht gefunden. Mach ein Update. Niemals. Dann beschwer dich nicht. Mittlerweile gibt's eine Emoji-Suche. Check ich später bei Twitter. Wo bist du? Ich bin im coolen Produktionsbüro von Henry und meinem Bruder in New York. Back to the roots. Genau. Der Catfish-Doku-Film, mit dem das alles anfing, entstand hier in unserem gemeinsamen Büro. Ich bin also wieder zurück in der alten Zentrale. Genug davon. Wir haben hier eine Mail von einem gewissen Brian. Ich will sie unbedingt sehen. Hallo. Mein Name ist Brian. Ich bin aus South Carolina und 23 Jahre alt. Ich muss gestehen, dass ich eure Sendung erst vor ein paar Tagen entdeckt habe und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ein neuer Fan. Ich lasse das mal durchgehen. Vor einem Jahr habe ich Stephanie aus Washington durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Sie ist so alt wie ich und Reisekrankenschwester. Wir telefonieren ständig. Ich mag sie sehr. Sie ist wunderschön, liebevoll und unsere Gespräche sind der Wahnsinn. Ich will den nächsten Schritt mit ihr wagen. Aber wegen der Pandemie hat sie so viel zu tun, dass wir uns bisher nicht treffen konnten. Ich verstehe das ja, aber wir haben noch nicht mal gefacetimed. Das ist schon enttäuschend. Ich glaube, dass Stephanie echt ist, aber ich hab's satt, dass ich sie nicht sehen kann. Ich weiß, sie hat als Reisekrankenschwester viel Stress. Darum kann ich noch auf ein Treffen warten. Aber ich hoffe, ihr könnt ihr klarmachen, dass ein Videocall echt nicht zu viel verlangt ist. Ich habe noch nie so für jemanden empfunden und will sie unbedingt endlich in echt treffen. Danke für eure Zeit. Brian. Wir haben hier oft mit Krankenschwestern zu tun. Sehr oft. Noch besser ist nur eine Reisekrankenschwester. In einer Pandemie. Als Krankenschwester hat man eh schon wenig Zeit. Und wenn man dann noch rumreist, ist man ständig woanders und hat immer Ausreden. Clever. Ich lade Brian auf Zoom ein. Ich will mehr über Stephanie erfahren. Warum will sie nicht FaceTimen? Das ist so leicht. Emojis finden ist schwer. Den FaceTime-Knopf findet man sofort. Da ist er schon. Okay, cool. Hallo. Hallo. Ich mag den Krimskrams hinter dir. Ist das alles dein Zeug? Was? Nee, ich wohne bei meiner Oma. Ich bin vor 6 Monaten wieder hergezogen und überlege, wie es weitergehen soll. Wo warst du vorher? Bei meiner Ex in Spartanburg. Soll das heißen, dass ihr erst vor 6 Monaten Schluss gemacht habt? Korrekt. Und Stephanie kennst du ein Jahr? Ja. Was soll's, du bist jung. Mit 23 probiert man noch rum. Erzähl uns, wie das mit Stephanie angefangen hat. Ich kenne da jemanden über TikTok. Er heißt Isaac und liked meine Sachen und mag überhaupt meine positive Einstellung. Der schrieb mir mal, hey, meine Freundin Stephanie wäre perfekt für dich. Und ich so, schick mal Bilder. Als ich die gesehen habe, meinte ich, ja, gib ihr meine Nummer. Die sieht echt gut aus. Kennst du Isaac persönlich? Nein, nur durch Snapchat und TikTok. Okay. Ich gab ihr meine Nummer und später rief sie mich mit unterdrückter Nummer an. Wir haben uns erstmal erzählt, was wir so machen, wie wir drauf sind. Und von da an haben wir regelmäßig telefoniert. Sie hat meine Gefühle ernst genommen. Da habe ich erkannt, dass ich genau das verdient habe. Wie oft redet ihr? Sie arbeitet 12 bis 16 Stunden, aber meist 2-mal am Tag. Hast du ihre Nummer? Nein, immer noch nicht. Ihr chattet? Nein, FaceTime auch nicht. Wie bitte? Nur sie kann dich anrufen? Ja. Immer mit unterdrückter Nummer? Das ist wohl ihr Arbeitshandy. Sie hat nur das und darf die Nummer nicht rausgeben. Und wenn du gerade sprichst, wenn anonym anruft?
Ich gehe sofort ran, sonst verpasse ich sie vielleicht. Egal, wer dran ist. Ja. Und ihr Arbeitshandy kann keine Bilder senden oder empfangen. Ich glaube ihr das. Du kennst also nur die Bilder von Isaac? Ja, Social Media sind ihr zu hysterisch. Sie ist 22 und hat weder Instagram noch ein Privathandy? Ja, und auch keine Freunde, deren Handys sie mal borgen könnte, um zu FaceTime oder Fotos zu schicken. Das ist schon seltsam. Was weißt du über sie? Sie ist 22 und aus Moses Lake. In Washington, ja? Wie ich hatte sie es schwer. Meine Großeltern haben mich als Baby adoptiert. Oh. Wow. Über Familienprobleme habt ihr also gebondet. Ja. Wir reden oft darüber, warum wir so sind und wie wir lernen können, besser damit klarzukommen. Wir hören uns einfach wirklich zu. Und wenn sie mich schon übers Telefon so berührt, muss sie live echt der Hammer sein. Was empfindest du für Stephanie? Ich fühle mich ihr so nah, dass ich nach 2 Monaten ich liebe dich gesagt habe. Wow. Sie auch? Ja. Fällt das in den Telefonaten öfter? Ja. Sie bedeutet mir sehr viel und ich will wissen, was aus uns werden kann. Wenn wir nachts telefonieren, wird es auch schon mal intim. Wie intim? Wie meinst du das? Das weißt du genau. Man redet und nachts wird es schon mal kuschelig. Ach, nennt man das so? Ich schon. Kuschel. Habt ihr über ein Treffen geredet? Immer wenn ich frage, heißt das, ich muss arbeiten. Wenn ich frei kriege, gern. In einem Jahr hatte sie nie frei? Nicht einmal. Ich will sie sehen und wissen, ob sie aussieht wie eine normale Krankenschwester oder wie die vom Blink-182-Album. Hast du Fotos? Klar. Zeig her. Okay. Cute. Hübsch. Ist sie Latina? She's cute. Ein normales, hübsches Mädchen. Und so klingt sie auch. Aber wie passt Isaac in die Geschichte? Seid ihr noch Freunde? Wir haben lange nicht geredet, aber folgen uns noch. Habt ihr mal über Stephanie gesprochen? Nein. Nicht. Woher kennt er sie? Er meinte nur, sie seien befreundet. Könnte Isaac Stephanie sein? Dann drehe ich echt ab. Irgendein Typ, den du aus dem Netz kennst, verkuppelt dich mit einer schönen Frau, die nicht Videochatten kann und keine sozialen Medien nutzt. Ich kenne seine Stimme. Er würde doch merken, wenn er mit einem Kerl telefoniert. Könnte es deine Ex sein? Nein, unmöglich. Na gut, aber was sollen wir jetzt tun ohne Telefonnummer? Tough shit, was? Ein Name und ein paar Fotos. Das wird nicht leicht. Aber ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich muss wissen, ob sie echt ist oder ob ich meine Zeit verschwende. Klar. Pass auf, wir machen uns gleich an die Arbeit und haben in ein paar Stunden hoffentlich schon ein Update für dich. Cool, danke. Mach's gut. Er redet ein Jahr mit einer anonymen Anruferin? Irre. Ja. Aber Brian ist ein attraktiver Mann und begreift immer mehr, dass er vor allem eine Partnerin will, die ihn versteht, ihm zuhört und für ihn da ist. Stephanie scheint ihm all das zu geben. Ja, er will jetzt mehr als nur kuscheln. Oder so. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Wir müssen irgendwas über sie finden. Wir haben einen schwierigen Fall zu lösen. Brian und Stephanie wurden von Brians Social-Media-Kumpel Isaac verkuppelt. Obwohl Brian den nur virtuell und oberflächlich kennt, geht er trotzdem darauf ein. Wir haben es also mit 3 Ebenen in diesem verworrenen Netz zu tun. Seit einem Jahr stehen die 2 in Kontakt. Stephanie ist Reisekrankenschwester und hat nur ein Arbeitshandy, dessen Nummer sie nicht rausgeben darf. Klingt das plausibel? Nein. Da stimmt was nicht. Nach einem Jahr Dauertelefonieren gibt es keine Ausrede dafür, dass sie nicht wenigstens einmal mit ihm Video chattet. Das stinkt. Mal sehen. Brian hat geschrieben. Alles, was ich über Stephanie weiß, ist ihr voller Name, dass sie 22 ist und aus Moses Lake in Washington kommt. Das klingt nach einer Kleinstadt. Wir kennen uns durch Isaac, der auf TikTok und Snapchat unterwegs ist. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke. Und die Fotos. Was zuerst, die Bildersuche? Ja.
Alright, let's get it out of the way. Dann los, fangen wir mit dem hier an. Nichts. Auf dem hier ist sie blond. Keine Treffer. Das ist ein altes Bild, aber wenn ich die Filter so sehe, wirken die alle älter auf mich. Überraschenderweise ergibt die Bildersuche nichts. Wollen wir mal Facebook checken? Ja. Gut, dann gebe ich ihren Namen in die Facebook-Suche ein. Und dazu noch Moses Lake, ihren Wohnort. Wie jetzt? Das ist zu einfach! Eine Frau mit dem Namen, die bei McDonald's arbeitet? Aber ist sie das auch? Ja, das ist sie. Meinst du? Ja. Aber hier ist seit 2013 nichts passiert. Das ist seltsam, oder? Ja. Ein altes, verstaubtes Facebook-Profil. Wenigstens etwas. Was können wir noch tun? Wir haben eine vage Spur zu einer Frau mit dem Namen in Moses Lake, aber mehr wissen wir nicht. Bleibt eigentlich nur noch Isaac übrig. Hältst du es für völlig abwegig, dass Isaac Brian gesehen hat, ihn attraktiv fand und darum Stephanie erfunden hat, um sein Interesse zu wecken? Aber die Frauenstimme. Suchen wir Isaac mal auf Facebook. Vielleicht erfahren wir da ja mehr über ihn. Da ist er. Und guck mal, wo er wohnt. Das ist doch nicht wahr. Er ist auch aus Moses Lake? Jetzt will ich wissen, wie viele Leute da leben. Mal sehen. Nur 20.000 Einwohner. Nicht gerade viel. Das ist Isaac. Er ist in einer Beziehung und hat erst vor kurzem was gepostet. Viele Bilder mit Freund. Er scheint sehr verliebt zu sein und ist glücklich. Das ist gut. Mal abwarten. Wenn Isaac und Stephanie wirklich aus derselben Kleinstadt kommen, kennen sie sich bestimmt auch im wahren Leben. Er müsste uns also etwas mehr über sie sagen können. Ich schreibe ihm. Ich helfe deinen Freunden Brian und Stephanie und könnte Unterstützung brauchen. Also auf mich wirkt er echt. Was meinst du? Ich glaube schon, dass das sein Profil ist, aber irgendwas an ihm kommt mir komisch vor. Selbst wenn das alles stimmt. Wer verkuppelt eine Freundin mit jemandem, den man praktisch kaum kennt? Eine Nachricht. Er hat geantwortet. Sehr witzig, wer ist da? Hier ist Neve von Catfish. Komm in unser Zoom-Meeting, dann beweise ich es dir und erkläre dir alles. Frag nicht, komm online. Da ist er. Hallo. Hey. Ihr seid's wirklich. Hey, Isaac. Ich glaub's ja nicht. Ich würd's auch nicht glauben. Es geht um Folgendes bei unserer Recherche. Du hast vor einem Jahr einen Kontakt zwischen zwei Leuten hergestellt, und zwar deinem TikTok-Kumpel Brian und einer Stephanie. Erinnerst du dich? Ja. Ich weiß nicht, ob du an der Sache dran geblieben bist, aber die zwei telefonieren oft und es läuft gut. Okay. Das Problem ist nur, dass Stephanie sich ziemlich merkwürdig, also Catfish-mäßig verhält. Sie gibt ihre Nummer nicht raus, ruft immer mit unterdrückter Nummer an und hat nie Zeit für ein Treffen. Darum fragt sich Brian, ob sie wirklich die ist, für die sie sich ausgibt. Okay. Weil du ihm Stephanie vorgestellt hast, bist du unsere heißeste Spur. Woher kennst du sie? Wir kennen uns gut. Wir kommen aus derselben Stadt. Das passt. Im Prinzip war das keine große Sache. Ich habe ihm nur von einer Freundin erzählt, die Single ist und die beiden dann connected. Aber das Thema nicht weiter verfolgt. Du bist also im wahren Leben mit Stephanie befreundet und triffst sie persönlich? Leider selten, weil sie viel arbeitet. Wohnst du immer noch da? Ja. Und Stephanie auch? Nein, aber sie ist gerade zu Besuch hier. Ich weiß, wo sie wohnt, das heißt... Weißt du noch, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, das war auf einer Hausparty eines Freundes. Wann war das? Das muss um die 9 Jahre her sein. Du hast sie mit 13 auf einer Party kennengelernt? Hier wird krass gefeiert. Okay. Hast du ihre Nummer? Ja. Echt? Ich denke, sie darf die Nummer nicht rausgeben. Weiß ich nicht. Hat sie auch ein eigenes Handy? Ja. Dann verstehe ich nicht, warum sie Brian diese Nummer vorenthält. Wer weiß? Würdest du uns ihre Nummer geben?
Ich kann sie gern fragen. Wenn Stephanie wollte, dass Brian ihre Nummer hat, hätte sie ihm die sicher schon längst gegeben. Darum muss ich dazu erst mit ihr sprechen. Die Zeit drängt. Also lass Stephanie wissen, dass wir den beiden helfen wollen, sich mal zu treffen. Und sag ihr, dass sie sich bei uns melden soll. Ich schicke dir gleich meine Nummer. Klingt gut. Danke. Hoffentlich werden wir bald was von dir oder Stephanie hören. Alles klar. Ciao. Ciao. Danke dir. Macht's gut. Bye. Okay. Ich glaub dem kein Wort. Ich trau ihm nicht. Ich hab ne Idee. Er hat doch eben den Namen des Hotels erwähnt. Moses Lake. Gibt es in Moses Lake dieses... Ich ruf da an. Und frage einfach nach ihr. Warum denn nicht? Schön, dass Corona dich nicht davon abhält, aufdringlich zu sein. Mein Name ist Tevin, wie kann ich helfen? Ich würde gern mit Stephanie sprechen. Moment, ich verbinde. Danke. Und jetzt? Keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich eine Stephanie wohnt. Sie ist nicht da. Aber wohnt da. Ich habe aufgelegt, das hat keinen Zweck. Aber damit wissen wir, es gibt in diesem Hotel eine Stephanie. Aber wie sieht die aus? Tja, aber ich glaube jetzt Isaac etwas mehr. Ich weiß nicht, Hauspartys mit 12? Du hast ja recht. Ich weiß am Ende auch nicht genau, was ich davon jetzt glauben soll. In dem Hotel scheint es eine Stephanie zu geben, aber ist das auch die Frau auf den Fotos? Ich bin dafür, Brian die Neuigkeiten zu erzählen. Wir können nur hoffen, dass Isaac die Wahrheit sagt und Stephanie dazu bewegt, sich bei uns zu melden. Es wird sich jemand melden, aber bestimmt nicht die Frau von den Bildern. Mal sehen, was Brian dazu sagt. Ich schreibe ihm. Ich habe das Gefühl, wenn er vorher nicht schon misstrauisch war, hat er jetzt definitiv Grund dazu. Hier stimmt was nicht. Hey! Hallo. Wie geht's? Ganz gut. Hat Stephanie sich gemeldet? Nein. Kein anonymer Anruf? Nein. Wir haben recherchiert und ein paar Sachen entdeckt, aber wir wissen noch nicht, was das alles bedeutet. Aha. Ich teile mal meinen Bildschirm. Zuerst haben wir ihren vollen Namen bei Facebook gesucht und auch eine Stephanie mit dem Nachnamen gefunden, die in Moses Lake wohnt. Okay. Aber der letzte Post stammt von 2013. Könnte sie sein. Ja, oder? Das Foto ist ja 7 Jahre alt. Eben. Dieses Profil lässt mich vermuten, dass Stephanie sehr wohl echt sein könnte. Aber ist sie auch diejenige, mit der du sprichst? Ich weiß es nicht. Ja. Als nächstes haben wir uns Isaac vorgenommen. Wir haben sein Facebook-Profil gefunden und da ein bisschen rumgeklickt, um uns einen Eindruck von ihm zu verschaffen. Schließlich ist er die Schnittstelle in der ganzen Sache. Stimmt. Und er scheint ziemlich verliebt in seinen Freund zu sein. Habt ihr mit Isaac gesprochen? Ja. Eine Message und wir haben auf Zoom geredet. Er kam mir komisch vor. Er sagte, er hätte Stephanie vor 10 Jahren auf einer Party kennengelernt. Vor 10 Jahren war sie nah, wie alt? Wer meldet sich? 12. Ja. Genau. Auf einer Party? Ja. Er meinte, sie wären seitdem enge Freunde und dass sie auch noch Kontakt hätten. Und sie wäre gerade in der Stadt. Er nannte uns sogar den Namen ihres Hotels, aber Stephanies Nummer wollte er uns nicht geben. Das klang unglaubwürdig, für mich jedenfalls. Ja, wollte er ihr Bescheid sagen? Ja, er meinte, er spricht mit ihr. Das Ganze ist so schräg. Ich will Isaac ja glauben. Ich nicht. Alles sehr seltsam. Ja. Nicht jetzt. Selbst dein Hund kann das nicht mit ansehen. Und jetzt wird's verrückt. Aha. Nach dem Gespräch mit Isaac habe ich sofort bei ihrem Hotel angerufen und den Mann an der Rezeption gefragt, ob eine Stephanie mit dem Nachnamen dort wohnt und ob ich mit ihr sprechen könnte. Und er hat mich zu dem Zimmer durchgestellt.
Es ging keiner ran. Aber es scheint, als gäbe es wirklich jemanden mit diesem Namen in diesem Hotel. Sonst hätte der Mann an der Rezeption ja gesagt, hier wohnt leider niemand, der so heißt. Das macht mich total kirre. Denn wenn es eine Stephanie in dem Hotel gibt, hat Isaac zumindest da die Wahrheit gesagt. Und ich frage mich, ob seine Story nicht vielleicht doch stimmt. Total krass. Im Moment können wir immer noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Stephanie echt ist oder ob sich jemand für sie ausgibt. Wir können nur hoffen, dass sie dich anruft oder dass Isaac sie überzeugen kann, sich bei uns zu melden. Er hat alle Fäden in der Hand. Wir können da nichts machen. Ja. Ich finde, wir legen nochmal nach und erinnern ihn daran, dass wir warten. Bitte sag Bescheid, wenn du mit Stephanie gesprochen hast. Das schicke ich ab und dann sehen wir weiter. Ich habe kein gutes Gefühl. Ryan? Ich weiß nicht. Ich bin total verwirrt und unsicher. Morgen wissen wir sicher mehr. Okay, danke. Macht's gut. Schlaf schön. Ich versuch's. Hallo? Leif, bist du das? Ja, wer ist da? Stephanie hier. Hey, Stephanie. Wie geht's? Gut. Ich habe eine Nachricht von Isaac. Du möchtest mit mir reden? Ja, stimmt. Soweit ich weiß, geht es um Brian. Ja, er hat sich an uns gewandt. Wie du weißt, telefoniert ihr seit einem Jahr regelmäßig, aber es hat irgendwie nie mit einem Live-Treffen oder mit FaceTimen geklappt. Das Jahr war natürlich auch echt verrückt. Aber wir dachten, wir könnten wenigstens helfen, ein Date per Videochat zu organisieren. Also, so wie ich das sehe, ist das zwischen uns nichts Ernstes. Und ich dachte, Brian wüsste das auch. Ich hatte nie vor, ihn zu treffen. Offen gesagt, gefällt mir diese ganze Aktion hier nicht, denn ich bin in einer festen Beziehung. Okay. Wow. Okay. Ich habe eine Familie. Offen gesagt, gefällt mir diese ganze Aktion hier nicht, denn ich habe eine Familie. Die will ich schützen. Verstehe. Für mich war das nur ein Flirt. Ich meine, er ist ein junger Kerl. Für mich war das, er macht seins, ich mach meins. Jeder hat sein Leben. Ganz einfach. Ich habe mir nicht mehr dabei gedacht. Okay. Was genau wollt ihr jetzt von mir? Wir wollen eigentlich nichts von dir. Es geht um Brian. Er hat sich dir geöffnet und sich das ganze letzte Jahr immer wieder Zeit für dich genommen. Er hat verdient zu wissen, ob ihr eine gemeinsame Zukunft habt oder eben nicht. Dazu wäre es gut, wenn er dich sieht. Und ansonsten sag ihm das einfach so, wie du es ihm sagen möchtest. Also, dass du vergeben bist und kein Interesse an einer Beziehung mit ihm hast. Denn dann kann er damit abschließen und sich um eine Zukunft mit jemand anders kümmern. Ich weiß, ich will nur meine Familie nicht gefährden, aber egal ist er mir nicht. Und ein Teil von mir will ihn auch nicht loslassen. Ich muss darüber nachdenken und melde mich morgen. Ich muss mal drüber schlafen. Ja. Gute Nacht. Bye. Wow. Also, ich bin sprachlos. Mein erster Gedanke war, das klingt nach einer älteren Frau, also einer erwachsenen Frau. Fand ich auch. Ja. Absolut nicht wie 22. Und ich höre da den Herzschmerz für Brian raus. Ja. Toll, ich freue mich schon auf morgen. Ja. Kimmy! Es gibt Neuigkeiten. Wo steckst du denn? Da ist sie ja. Stephanie hat mir geschrieben. Hier ist meine Nummer. Meine Familie ist bei mir. Wenn was ist, daher nicht anrufen, nur schreiben. Wir haben ihre Nummer. Na, ich weiß nicht. Ich habe das Gespräch von gestern auch nicht ganz verdaut. Sie tut ja gerade so, als wollten wir ihre Familie zerstören. Sie hat sich doch freiwillig mit Brian unterhalten und ihn immer wieder angerufen. Und jetzt geht ihr das zu weit und er soll sich mal nicht so anstellen? Ja. Und nach einem Jahr sehr intensiver und auch intimer Telefonate ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass er sie auch mal sehen will, oder? Nee. Holen wir Brian dazu. Vielleicht hat er was gehört. Ich schreibe ihm. Er kommt. Da ist er. Hallo. Wie läuft's? Verwirrend. Okay. Hast du was gehört? Nein. Ihr?
Und ob. Echt? Gestern Abend rief sie an und kurz gesagt, sie ist in einer Beziehung. Sie ist glücklich und hat sogar eine Familie. Oh, wow. Ich meinte, warum zoomen wir nicht einfach und du sagst ihm das? Eben. Klipp und klar. Statt mich hinzuhalten. Damit er endlich weiß, was los ist. Und dann fing sie plötzlich an rumzueiern, von wegen, ich weiß nicht, ob das so schlau wäre. Auch wegen meiner Familie, ich will sie nicht gefährden. Da meinte ich nur, du schuldest Brian die Wahrheit. Du kannst sie ihm ja so mitteilen, wie du es für richtig hältst. Mehr will ich nicht. Ja. Anfangs war sie ziemlich abweisend am Telefon. Sie sagte, er ist ein junger Kerl, was hat er denn gedacht, was das ist? Und das hat mich stutzig gemacht. Ich meine, welche 22-jährige Frau würde über dich sagen, er ist ein junger Kerl? Das klingt doch total altmodisch. Ich fand das sehr seltsam. Wie spricht sie sonst mit dir? Ich hatte nie den Verdacht, dass sie älter ist. Sie klingt wie Anfang 20. Für mich deutlich älter. Echt? Krass. Vielleicht ist sie echt, aber älter. Das würde alles erklären. Die Oldschool-Fotos und das mit der Party vor 9 Jahren. Das passt. Heute Morgen hat Stephanie mir dann eine Textnachricht geschrieben. Hier ist meine Nummer. Meine Familie ist bei mir. Wenn was ist, daher nicht anrufen, nur schreiben. Aber wir haben ihre Nummer. Was denkst du? Ich bin irgendwie sprachlos. Was soll das? Ich will wissen, was hier los ist. Was muss passiert sein, dass man sowas macht? Wurde sie mal verletzt oder ist sie einfach ein Arschloch? Immerhin hat sie sich gemeldet und scheint das klären zu wollen. Soll ich hier schreiben? Ja. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast dich dazu entschieden, das Richtige zu tun. Magst du jetzt mit uns zoomen? Bestimmt kommt jetzt sowas wie, meine Familie ist hier, ich kann gerade nicht. Dann geh halt mal kurz raus. Wir brauchen nur 5 Minuten. Sie hat geantwortet. Brian zuliebe bin ich dabei, aber ich habe nicht viel Zeit. Immerhin. Besser als nichts. Ich schwitze total. Was willst du ihr sagen? Ich habe keinen Schimmer. Hey. Hi. Hey. Zuallererst will ich mich bei Brian entschuldigen. Ich dachte, wir hätten nur geflirtet und ein bisschen Spaß gehabt. Ich war nicht ehrlich zu ihm. Würdest du uns dein Gesicht zeigen? Das möchte ich eigentlich nicht. Ich bin verheiratet. Na super. Und ich bin älter, als ich gesagt habe. Das war gelogen, ich weiß. Und es tut mir leid. Ich mag Brian wirklich, aber aus uns kann nie was werden. Die Sache ist jetzt hiermit beendet. Ich bin verheiratet und Brian sollte sich eine andere Partnerin suchen. Hast du Brian noch irgendetwas zu sagen, jetzt wo er vor dir sitzt? Ihr habt 1 Jahr lang telefoniert. Das ist ein sehr heftiger Moment für ihn. Ich weiß, das ist alles nicht leicht für dich, aber ihm geht es ganz genauso. Ja, da gibt es einiges, was ich zu sagen hätte. Alter, ich kann nicht mehr. Tut mir echt leid. Warte, was war das denn? Sieh an. Alter, ich kann nicht mehr. Tut mir echt leid. Warte, was war das denn? Wie bitte? Sieh an. Kann ich mit euch allein sprechen? Du meinst ohne Brian? Klar. Ja, warum denn auch nicht? Du kannst uns alles erzählen und Brian geht so lange in den Warteraum. Ja. Wir sprechen mit ihr und sehen dann weiter. Von mir aus. Okay. Wir sind jetzt zu dritt. Stephanie, bist du noch da? Ja, ich bin hier.
Hallo. Wow. Hello, Isaac. Hi. I just have to come. Ich wollte nur beichten, dass ich in Wirklichkeit Stephanie bin. Wait a second. Who is that? Wer war dann die Frau eben? Eine Freundin. Ich wollte Brian wirklich nicht verletzen und dachte, so ist es weniger peinlich für ihn. Also wenn es eine verheiratete Frau ist. Darum auch diese ganze Geschichte mit der Familie. Ich hätte nur nicht erwartet, dass es so weit kommen würde. Und habe ich gestern auch mit dir gesprochen? Ja. Brian hat also immer mit dir gesprochen. Ja. Warum hat Brian dann eben gar keinen Unterschied gemerkt, als die Freundin geredet hat? Kann sie deine Stimme nachmachen? Nein, das war auch meine Stimme. Darum durften wir ihr Gesicht auch nicht sehen. Ja. Krass. Ich will Beweise. Die Stimme von gestern Abend, bitte. Wirklich? Unbedingt. Hallo. Wie geht's euch? Eindeutig. Geht's, Kami? Wir hatten dich zunächst in Verdacht, aber wir meinten, du bist so glücklich mit deinem Freund, du kannst es nicht sein. Ich bin glücklich, aber wir führen eine offene Beziehung. Und als ich Brians TikTok sah, fand ich ihn süß. Aber ich hätte nie gedacht, dass da was passieren könnte. Je besser ich ihn kennenlernte, desto mehr verliebte ich mich in ihn. Und desto schuldiger fühlte ich mich auch. Darum hatte ich eh vor, die Sache zu beenden. Denn das Ganze ging dann doch etwas zu weit und wurde zu ernst. Aber was ist dann mit dem Hotel? Ich habe da gestern angerufen und gefragt nach Stephanie. Bist du unter ihrem Namen eingecheckt, oder? Nein, ich arbeite da und habe sie als Gast angelegt. Du hast sie einfach im System als Gast angelegt, weil du Zugriff darauf hast? Ja. Rätsel gelöst. Aber warum das alles? Aus Liebe. Vielleicht ist er tolerant genug, um zu erkennen, dass Liebe Liebe ist. Du willst immer noch mit ihm zusammen sein? Ja. Ich finde es allerdings ziemlich abwegig zu sagen, Liebe ist Liebe. Und dann zu erwarten, dass Brian dich auch so liebt. Wo du doch weißt, dass er auf Frauen steht. Und das wusstest du auch. Genau darum hast du Stephanie ja überhaupt erfunden. Ich hoffe einfach das Beste, denn meine Persönlichkeit ist ja dieselbe. Ich habe nur einen anderen Körper. Also, das solltest du alles lieber Brian selbst sagen. Holen wir ihn doch wieder dazu, damit er das hören kann. Ich bin so nervös. Ja, aber es ist besser, wenn er das von dir hört. Jetzt oder nie. Ich hole ihn dazu und du kannst alles erklären. Okay. Gut, ich schreibe ihm. Er wird sich wundern. Scheiße. Holen wir Brian doch dazu, damit er das hören kann. Ich bin so nervös. Du hast mit Isaac telefoniert. Scheiße. Hi Brian. Hallo. Stephanie bin ich. I'm Stephanie. Wer war das? Die Frau vorhin? Ja. Das war eine Freundin. Der Plan war anscheinend so zu tun, als sei Stephanie verheiratet, weil das weniger peinlich für dich wäre. So ein Schwachsinn. Aber das war nicht ihre Stimme, sondern Isaacs. Ich fasse es nicht. Ich möchte dir nur sagen, dass ich keine bösen Absichten hatte. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber je mehr ich dich über deine Posts auf sozialen Medien und als Stephanie in unseren Gesprächen kennengelernt habe, desto mehr habe ich mich in dich verliebt. Was soll ich davon halten? Wir haben uns so viel erzählt. War das alles gelogen? Ich war immer ich. Warst du nicht? Doch. Meine Persönlichkeit ist dieselbe. Ich war der, der immer für dich da war. Aber Stephanie bist du nicht. Ich weiß nicht, warum du jetzt so überrascht tust. Alles, was ich dir gesagt habe, war die Wahrheit. Ich bin derselbe Mensch. Ist angekommen, aber ich bin nun mal eben nicht...
Was, B? Okay, Brian, really. Like, let's keep it real. Komm schon, Brian, das kam bei mir aber anders an. Er hat auch mit mir geschrieben, also als Isaac, und da hat er sehr wohl an meine Hintertür klopfen wollen. Also jetzt tu mal nicht so naiv. Nochmal, ich bin hetero. Und ich bin jetzt verwirrt. Hattet ihr zwei Jungs Gespräche sexueller Natur? Nein. Doch, ganz am Anfang hat er mir sexy Bilder geschickt, so mit Oberkörper frei, und nicht dazu geschrieben, dass ich die Stephanie weiterleiten soll. Was sollte das denn? Er hat auch mit mir geflirtet, also als Isaac, und mir Kuss-Emojis geschickt, wenn er gute Nacht gesagt hat. Das ist zwar echt kein Ding, aber hast du ihm Kuss-Emojis geschickt? Kann gut sein. Wahrscheinlich ja. Das machen Jungs doch heute im Chat so. Was dir wie Flirten vorkam, ist einfach nur meine Art. Und die Gespräche, die wir spät nachts hatten, sowas würde ich nie mit einem Mann machen. Hast du aber. Stimmt. Und du hast dich in meine Persönlichkeit verliebt. Alles andere sind nur Bilder. Wenn du wirklich so bist, hast du eine tolle Persönlichkeit. Aber es ist einfach nicht cool, jemanden so hinters Licht zu führen. Sag mal, Isaac, du warst doch schon mit Brian befreundet und hättest sehr leicht rausfinden können, ob er auch in dieser Richtung an dir interessiert ist. Es gab genug Gelegenheiten, aber es ist nichts zwischen euch passiert. Dass du jetzt sagst, das lag daran, dass er dich erst besser kennenlernen musste, stimmt also nicht. Dir gefiel nicht, dass er nicht an dir interessiert war, und das wolltest du ändern. Und das geht so nicht. Für mich ist das so. Ich habe das früher öfter gemacht. Ich habe Leute auf diese Art gecatfischt. Und da waren auch Heteros dabei. Und wenn ich es dann gebeichtet habe und sie mich als Isaac kennenlernten, wurden in einigen Fällen durchaus Beziehungen daraus. Also von daher... Nur weil das schon mal gut ging, heißt das nicht, dass es okay ist. Wenn du mit Brian sprichst und du weißt, dass er nur mit dir spricht, weil er glaubt, dass du eine Frau bist, manipulierst du ihn mit dieser Täuschung, um zu kriegen, was du willst. Aber du kannst niemanden dazu bringen, sich in dich zu verlieben. Sicher, aber ich sehe das eben anders. Ich finde nicht, dass ich ihn manipuliert habe. Wir wissen, dass du das anders siehst. Das ist ja das Problem. Und man kann dir nicht übel nehmen, dass du dich in Brian verliebst. Er ist attraktiv und immer gut drauf. Aber mit der Aktion bestätigst du das Klischee vom Homo, der versucht, den Hetero rumzukriegen. Das ist ein Klischee, das auf Lügen und Homophobie gegründet ist. Und man darf nicht den geringsten Zweifel daran lassen, dass es eine Lüge ist. Das sehe ich schon ein. Aber ich habe diesen Weg gewählt, weil es in der Vergangenheit für mich funktioniert hat. Ich weiß, dass einige das nicht gut finden, aber man kann es nicht allen recht machen. Ich meine, was ist Liebe denn? Liebe ist, was man draus macht. Trotzdem entschuldige ich mich. Ich weiß, du stehst auf Frauen, aber ich hatte diese Fantasie von uns und habe getan, was sich für mich richtig anfühlte. Das hat dich sicher verletzt, aber ich hoffe, wir können trotzdem Freunde sein. Telefonieren ist nicht mehr. Aber wir bleiben Social-Media-Freunde, und wenn du was brauchst, bin ich da. Schön. Brian kennt die Wahrheit, und du hast alles gebeichtet. Das fühlt sich sicher auch besser für dich an. Ich hoffe, damit ist die ganze Verwirrung auch endgültig beseitigt. Ich werde Stephanies High Heels jetzt definitiv an den Nagel hängen. Ja. Aber falls Brian Stephanie doch nochmal anrufen will... Ich bin da, nur für ihn. Gut, wir geben ihm deine Nummer. Mach's gut. Ihr auch. Alter. So viel dazu. Tut mir leid, dass er deine Zeit verschwendet hat. Alles gut? Das wird schon wieder. Sowas passiert mir nicht nochmal. Ich will Bilder und Videochats und so. Und auch eine Telefonnummer wäre schon gut. Du sagst das. Es war echt cool mit euch. Gleichfalls, alles Gute. Danke. Viel Glück, mach's gut. Brian ist glücklich, dass das Stephanie-Rätsel gelöst ist, und freut sich auf neue Bekanntschaften. Er konnte Isaac verzeihen und sogar die Online-Freundschaft mit ihm weiterführen. Isaac tut das alles sehr leid, und er ist dankbar, dass sie noch befreundet sind.